Hi ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal, wieder mit Dr. Leonie Töne, Dating Coach für Frauen. Und wir haben heute ja den dritten Teil mit dem Thema, wie gewinne ich meinen Ex zurück? Genau. Und da habe ich noch einen ganz wichtigen Tipp für euch, der sich vielleicht erstmal komisch oder vielleicht provokant anhört. Und zwar ist es der Tipp, dass du dich nicht zu seinem Fan machen lassen sollst. Jetzt denkst du so, hä, ich bin doch nicht sein Fan, ich bin seine Ex-Freundin. Aber eine Dynamik, die sehr häufig passiert, wenn sich zwei Menschen trennen, ist die, dass er dich natürlich vermisst. Er hat genauso Liebeskummer wie du. Er ist daran gewöhnt, mit dir zusammen zu sein. Alles in ihm sendet dieselben Signale aus wie in dir. Er hat auch Herzschmerz, aber er wird damit ganz anders umgehen als du. Da er sich natürlich aber wünscht, dass dieser Herzschmerz weg ist und er das nicht mehr spüren muss, möchte er gerne, dass er sich besser fühlt. Und das Naheliegendste ist in dieser Situation, dass er dir schreibt, aus dem Gefühl heraus, irgendwie einsam zu sein, alleine zu sein und darauf hofft, dass du irgendwie reagierst. Jetzt bist du aber da und du wartest natürlich darauf, dass er dir schreibt. Ich meine, das ist der absolute Lichtblick. Das ist so diese Gefühlsachterbahn, die man hat, wenn man sich getrennt hat und man will seinen Ex-Freund wieder zurückhaben. Und du kriegst vielleicht eine SMS von ihm und du denkst, oh mein Gott, der hat mir geschrieben, das heißt, er will mich wieder zurück. Aber die Krux ist leider, dass nur weil er dir schreibt, das noch gar nicht heißen muss, dass er dich wirklich wieder haben will. Es ist, ich sag mal so, der Need, der Drang in ihm ist noch nicht so groß in diesem Moment, dass er um dich kämpfen will. Und das wollen wir ja. Wir wollen, dass er zurückkommt mit dem Strauß Rosen und sagt, das war mein Fehler, ich will wieder dein Freund sein. Und in diesem Moment schreibt er dir vielleicht eine SMS und da ist sowas drin wie, was machst du so? Oder vermisse dich, kann auch drin stehen. Oder wie geht's dir so? Oder wie war dein Tag? Und wir antworten. Sofort wahrscheinlich sogar noch, weil wir so denken, oh ja, ich habe die Kommunikation wieder, ich kann ihn wieder zurückhaben. Aber was du eigentlich nur machst, ist, du wirst im Moment, in diesem Moment zu seinem Fan. Du befeuerst sein Bedürfnis, sich besser zu fühlen, du hilfst ihm, du antwortest ihm und der Schmerz bei ihm geht dann weg. Er hat dir geschrieben und er hat genau das von dir bekommen, was er sich wünscht. Und warum ich das Fan nenne, ist, weil es gibt ja zum Beispiel viele Fans von Justin Bieber. Und ob du ihn nun magst oder nicht. Aber diese Mädchen, die lieben Justin. Die geben ihm ganz, 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 ganz viel. Ja, die geben ihm ihre Aufmerksamkeit, gehen zu seinen Konzerten und ihre Fanlove. Und von ihm zurück persönlich bekommen sie nicht dasselbe Maß an Liebe. Vielleicht gibt er ihnen irgendwas, ja, dadurch, dass sie seine Songs hören oder so. Aber er gibt ihnen nicht dieselbe Form von Liebe zurück, wie sie ihm anbieten. Und genauso ist es halt auch, wenn dein Ex-Freund dir schreibt und du eigentlich wieder eine Beziehung willst. Aber er schreibt ja nicht, ich will wieder eine Beziehung mit dir. Er schreibt nur zwischen den Zeilen, mir geht es schlecht, mach was dagegen. Und du machst was dagegen, weil du ihn liebst und weil du ihn nicht aufgeben willst und du bedienst dieses schlechte Gefühl von ihm. Und dadurch wirst du halt zu seinem Fan und das macht es total einfach für ihn. Er könnte sogar, wenn sein schlechtes Gefühl ist, dann weg ist, viel schneller jemand Neues kennenlernen. Oh je. Aha. Und deswegen, da muss man erstmal drauf kommen. Ja, es ist echt verrückt, weil man das nicht so, man denkt da nicht so dran. Man denkt ja nur so, oh, er meldet sich und vielleicht will er mich wieder haben. Aber nein, Girl, er will dich erst wirklich wieder haben, wenn da in dieser Nachricht steht, ich muss dich sehen, ich habe einen Fehler gemacht, ich will dich wieder zurück. Wenn das da steht, dann kannst du antworten. Und jetzt kommt die krasse Regel oder die krasse Empfehlung, die ich für dich habe. Solange das da nicht steht, antworte ihm auch erstmal nicht. Also es ist mega hart, aber es ist wirklich für dein Bestes. Es ist wirklich dafür gedacht, dass ihr wieder zusammenkommt. Denn nur dann spürt er diesen Schmerz, dass er das von dir nicht umsonst bekommt. Dass er deine Liebe nur bekommt, wenn er dir auch Liebe zurückgibt. Hart. Hart. Aber es funktioniert. Insofern würde ich sagen, hört auf sie. Nichtsdestotrotz geht es, denke ich, aber auch weiter. Es gibt ja dann auch eben diese Spanne, die ihr einhalten müsst, ja, um ihn dann wieder kontaktieren zu dürfen. Genau. Aber diese ganzen Details, alles, was noch dahinter steht, erfahrt ihr in Leonies Online-Webinar. Genau. Am 27. Oktober findet das statt. Das Ganze ist live, aber über Internet. Ihr könnt mit eurem Laptop euch das angucken oder eurem Handy. Ihr könnt mir live Fragen stellen und ich beantworte die dann. Und das Ganze ist komplett kostenlos. Und die Lola ist so lieb, dass sie den Link, wo ihr euch anmelden könnt, genau, in der Infobox findet ihr den Link, dann, genau, könnt ihr euch anmelden, dann bekommt ihr auch eine Erinnerung vorher, damit ihr es nicht vergesst, genau, euch einzuschalten. Ja. Das wäre ärgerlich, weil ihr bekommt da ganz, ganz viel Input, wo es darum geht, den Ex-Freund zurückzubekommen. Absolut. Ich hoffe, unsere Dreierreihe hat euch gefallen mit den drei ersten Tipps, wie man seinen Ex zurückgewinnt. Die ersten beiden Videos verlinke ich euch ebenfalls nochmal in der Infobox. Ja. Und dann sage ich jetzt erstmal, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Woche und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.